Und bei mir im Studio ist jetzt Stephen E. Kuhn. Ja, Sie waren Soldat in der US-Armee, waren im Irakkrieg, im Golfkrieg. Und Sie sind Trump-Anhänger. Können Sie uns erklären, warum? Anhänger ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin erstens Amerikaner, zweitens Republikaner. Und Trump ist da, wo er ist, weil das Mehrzahl von Republikanern stehen hinter ihm, beziehungsweise auch Cross-Party stehen hinter ihm. Schau mal, also für mich gibt es viele Sachen, kommen in Bewegung, wenn ich an eine Wahl denke und wenn ich an den Präsident denke. Erstens, der Präsident selber kann ja kaum was entscheiden. Er wird nicht aufstehen und sagen, wir gehen jetzt in den Krieg. Der Senat, der Kongress ist dahinter. Okay. Ich muss ja aber auch schauen, was betrifft mich persönlich. Das ist auch sehr wichtig, weil in Amerika die innenpolitische Wahlthemen sind nicht unbedingt die Themen, die ich anschaue. Mein großes Thema ist Außenpolitik. Ja, aber da wird ja zum Beispiel Trump hier in Europa als der völlig Unberechenbare mit dem Atombombenknopf in der Hand dargestellt. Das könnte Sie ja eigentlich auch beunruhigen. Wenn es so wäre, ja, würde es wahrscheinlich mich auch unberuhigen. Aber ich höre ja lieber zu und recherchiere selber. Was wir schauen können, ist Clinton hat einen eher aggressivere, traditionelle republikanische Außenpolitik vorgeschlagen als Trump selber. Trump will Freundschaft haben. Trump will in Europa, reden wir jetzt gerade, zum Beispiel mit Putin, will ja Freundschaft mit Putin haben. Hillary Clinton hat das Gegenteil gesagt. Das heißt, Sie finden die Politik von Clinton außenpolitisch gefährlicher als die von Trump? Wir leben das jetzt gerade. Also schau ein Land an im Fernost und das ist unsere Außenpolitik jetzt gerade. Und die war halt State Department und die war auch teilweise dafür verantwortlich. Und spielt da auch Ihre persönliche Erfahrung im Golfkrieg eine Rolle? Auf jeden Fall. Schau mal, ich wohne dabei, mittendrin, alles erlebt, was man erlebt als Soldat im Krieg. Und das wünsche ich keinen. Nicht nur ein Soldat, der patriotische Amerikaner, die dahinter stehen eventuell, wie ich damals hinterstanden habe, aber ich wünsche das auf keinen Fall das Volk, das Fremdvolk, egal welches Land das ist. Und das spielt eine Riesenrolle für meine Gewissensfrage. Aber es müsste doch dann in Ihrem Interesse sein, wenn man zum Beispiel Nation Building dann macht, also einfach in Krisenstaaten politisch und gesellschaftlich versucht, was zu verändern. Das lehnt Trump ja auch ab. Haben wir was erreicht in den letzten 20 Jahren? Seit ich im Krieg war, haben wir in Irak was geschafft? Afghanistan, Syrien, Libyen? Ich würde sagen, nein, haben wir nicht geschafft. Also diesen klassischen Glauben, dass Nation Building funktioniert, das teile ich nicht. Gut, ich danke Ihnen für die Einschätzung, Stephen E. Kuhn. Und wir werden noch einiges zu besprechen haben, wie es dann tatsächlich läuft, womöglich, zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Denn diese Wahl, das haben wir bisher schon gesehen, elektrisiert die USA. Die Wahlbeteiligung ist hoch und viele haben das Gefühl, dass es bei der Abstimmung eben um sehr, sehr viel geht.